Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Die letzte Party von Claire McIntosh mitgebracht. Das Buch ist der erste Band einer Reihe, in sich abgeschlossen, aber ich vermute, dass die anderen Bände darauf aufbauen werden. Ich durfte das Buch als Rezensionsexemplar lesen. Hallo ihr Süßen, ich habe euch heute Die letzte Party von Claire McIntosh mitgebracht. Ich durfte das Buch als Rezensionsexemplar lesen. Ich finde das Cover mega schön. Also hier erstmal der Titel und dann gespiegelt da auf der anderen Seite nochmal. Sowas mag ich. Genauso hier dieses Cocktailglas. Und wenn man ein bisschen guckt, seht ihr das? Man kann das fühlen und das mag ich einfach. Es sieht so cool aus. So, ja. Irgendwo harmlos, aber auch irgendwie gruselig bei mir wegen dem Blut. Also, richtig cool. Das ist der Rücken. Auch da findet sich hier oben dieses Blut wieder. Seht ihr das? Auch das kann man fühlen. Und auch hier, auf der Rückseite, kann man das hier oben auch fühlen. Jetzt gehe ich euch wieder ein bisschen näher an den Klappentext dran. Klingt doch interessant, oder? Es ist Silvester und Rice Lloyd feiert die größte Party überhaupt. Der erfolgreiche Geschäftsmann will mit seinem Erfolg und seinem Geld angeben und allen zeigen, dass er recht hatte. Seine Ferienhausanlage ist ein voller Erfolg. Am nächsten Morgen wird beim traditionellen Neujahrsschwimmen seine Leiche im See gefunden. Der See, der Rice Anlage vom walisischen Dorf trennt. Deswegen müssen zwei Ermittler zusammenarbeiten. Fionn aus Wales, ich hoffe, ich spreche sie auch richtig aus, und Leo aus England. Allerdings haben beide so ihre Geheimnisse. Schnell stellen sie fest, dass Rice nicht der allseits beliebte Mann war, als den ihn jetzt hinstellen wollen. Es gab genug Menschen mit einem Grund, ihn tot sehen zu wollen. Aber wer hat den Mord begangen? Oder war es am Ende vielleicht doch ein tragischer Unfall? Das Buch beginnt schon einmal recht interessant. Man wird verortet, erfährt von den Traditionen des Dorfes, findet die Leiche und das große Rätsel beginnt. Fionn schleicht sich aus dem Bett ihres One-Night-Stands nach Hause, unwissend von dem, was das Dorf gerade in Aufregung versetzt. Sie ist geschieden und lebt wieder bei ihrer Mutter und Schwester. Als sie den Fall übernehmen soll, muss sie feststellen, dass ihr englischer Partner niemand Geringeres ist als Mr. One-Night-Stand. Peinlich. Obwohl sich alle Befragten größte Mühe geben, Rice praktisch als Heiligen darzustellen, weiß es Fionn besser. Immerhin lebt sie im Dorf und weiß um die Spannungen zwischen Dorf und Ferienanlage. Bald stellt sich heraus, dass es leichter wäre zu fragen, wer kein Motiv hat, Rice umzubringen. Ich fand das Buch insgesamt nicht schlecht, aber ich hatte meine Probleme damit. Ein wesentlicher Faktor für mich waren die extrem vielen Perspektiven. Ständig wurde aus einer anderen Perspektive erzählt und recht bald verlor ich den Überblick und war total verwirrt. Ich fand die walisischen Worte und Eigenarten nicht uninteressant, aber sie allein konnten mich nicht durchs Buch tragen. Fionn und Leo waren mir nicht direkt unsympathisch, sondern nicht sympathisch, aber auch nicht. Ich empfand eigentlich nicht wirklich etwas für sie. Erst als Fionns Geheimnis ans Licht kam, wurde sie mir sympathischer und nahbarer. Das gleiche gilt für Leo, der hier auch ein paar Punkte bei mir holen konnte, durch die Art, wie er damit umging. Diese Enthüllung rund um ihr Geheimnis fand ich sehr gut und interessant, ebenso wie die Auflösung am Ende. Zwischendrin hat sich das Buch für mich aber gezogen. Und da es mich zusätzlich verwirrt hat, kann ich nicht mehr als knappe 3 Sterne geben. Und die hat es nur der Auflösung und für uns Geheimnis zu verdanken. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald.
Tschüss.